Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu Call of Duty Infinite Warfare. Ich habe mir das erstmal vor kurzem erst geholt, um genau zu sein, gestern. Weil es beim Angebot war. Ich wollte mal reinschauen, weil ich habe halt viel über Call of Duty Gutes gehört. Auch negative Sachen, aber auch größtenteils gute Sachen. Aber hat bisher noch kein einziges wirklich gespielt und deswegen wollte ich mal hier reinschauen. Erstens fällt mir auf, dass die ein bisschen komisch aussieht. Ich es hier noch nicht einstellen kann. Ich hoffe, das legt sich gleich, wenn wir hier reingehen. Alles klar, dann gehen wir rein. So. Spielfortsetzung geht ja nicht. Credits. Ja, chill. Ah, Option. Hehe. Grafiker. Hat hatte Grafik an. Erstmal. So. Ja, das sieht schon mal besser aus. Das ist schon mal das Wichtige. Ein Hund denkt sie auch. Geil. Gönnung. Texture. Ich werde es jetzt einfach mal so lassen, denke ich mal. Ich hoffe, Audio ist okay. Ich will es vielleicht sogar ein bisschen runter machen. Hallo? Wenn mich das Spiel lässt. Na gut, machen. Mache ich Musik. Also tatsächlich, ich mag es, weil meine Güte, ey. Mag ich es eigentlich immer mit englischen Untertiteln zu spielen, aber ja, mit englischer Sprache und mit Untertiteln zu spielen, aber wir machen das einfach mal jetzt so. Wir starten mal direkt dann rein. Neues Spiel. Sprecher einen bestimmten, ja, alles klar. Rekrut, Soldat, Söldner, Veteran. Komm, Gönnung. Wir gehen einfach mal schwerste. Ich hab Bock drauf. Die Sonne, der Mond und die Sterne waren schon längst verschwunden. Hätten die gierigen Hände der Menschen nach ihnen greifen können. Von Havelock Ellis. Die Nachfrage auf unserem Planeten war größer als das Angebot. Daher verließen wir sogar unsere Atmosphäre. Die neue Grenze bot die Chance auf einen Neuanfang. Doch die Distanz ermöglichte neue Fraktionen ohne jegliche Verbindung zu unserer Heimat. Neue Regeln, neue Ziele. Ein neuer Feind. Die SDF formierte eine Armee und hat sich gewaltsam und auf grausame Weise von der Erde losgerissen. Sie sind keine Revolutionäre. Sie wollen die absolute Macht. Sie überfallen Kolonien, stehlen Ressourcen und kontrollieren Gebiete mit Gewalt. Sie versperren uns mit ihrer Flotte den Zugang zu Rohstoffen, die wir brauchen. Sie wollen alles vernichten, was von der Erde stammt. Heute ist die SDF eine Kriegsmaschine, vom Militär beherrscht. Wenn ein Anführer diese Kraft bündeln würde, würden sie angreifen und versuchen, uns unsere Heimat zu nehmen. Hier ist K1, bereit für Instruktionen. Verstanden, 1-1. Unsere Waffeneinrichtung wird von der SDF angegriffen. Wir glauben, das ist Teil einer Operation mit Codenamen RIA. Der Aufklärung zufolge ist das Ziel eine Prototypwaffe. Ihr Team wird unseren Prototyp extrahieren und dort alles abfackeln, bevor die SDF ihn findet. Verstanden, Warlord. Wir erledigen das. Eine Minute. Verbündete,
Die Anlage ist dunkel. Wir holen unsere Waffe und fackeln alles ab. Ausrüstung überprüfen. UMA-Systeme online. Na? Einsatzregeln? Feuer frei. Können raus. 10 Sekunden. Tür! Ja, Tür. Grünes Licht, Sky1, grünes Licht. Los geht's wohl! Ja, was denn? Leertaste drücken. Los! Los, los! Zusammenbleiben! Ja, okay. Leertaste zum Verlangsamen. Oberflächentemperatur minus 300. Wir müssen uns sputen. Okay, Moment mal. Alles klärchen hier. Ich muss erstmal kurz mal in Optionen gucken. Es tut mir leid, aber heilig ist das laut. So, Moment. So. Okay, da bin ich wieder. Ich stelle mir eben kurz noch mal was kurz um, weil Effektlautstärke will ich ein bisschen niedriger machen und noch mal ein bisschen das. So, weil das war doch ein bisschen laut. Ansonsten kann ich das bei mir verstellen und dann ist alles okay. So, dann gehen wir weiter. Reaper, Scars sind jetzt unten. Verstanden, 1-1, vertikaler Sprung, nördlich ihrer Position. Verstanden. 2 zum Wechseln. Erfasse 2 Ziele unten. Ab nach unten und ausschalten. Was? Kann ich einfach so springen? Ah! Bau oder Maus. Konzentrieren, Kumpel. Selbst vorangehen. Ja. Ah, ja, okay. Reaper, gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. NF. Ja. Schnell zur Waffe, bevor sie sie erreichen. Zählt, Jungs. Ich muss erstmal gucken, wie das hier funktioniert. Okay. Ich bin halt absolut nicht in Call of Duty 3. Ist erledigt. Der Einstiegspunkt ist 30 Meter direkt voraus. Bewegung. Reaper, der Einstiegspunkt ist direkt voraus. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Verstanden. Standhalten. Wächter, da oben. Zweites Deck. Wolf, du nimmst einen, wir die anderen. Los! Ey! Junge! Verstanden. What? Standhalten. Okay, ich darf nicht offen stehen, ich merk's schon. Wächter auf dem Dach. Hallo? Du nimmst einen, wir die anderen. Alles klar. Los! Hä? Hey, Jungs, Jungs. Von wo? Verstanden. Standhalten. Na, von wo jetzt erstmal? Also. Du nimmst einen, wir die anderen. Okay. Tschüss, Junge. Los! Ah, von da kommen die. Hilfe. Ja, sorry. Heilig hat man hier wenig Leben. Vorrücken. Vorsicht, Abgrund. Sie haben gerade okay. Hingerichtet. Die SDF will Waffen, keine Gefangenen. Nein, Jungs. Mehrere Ziele. Würfelsucher! Verstanden. Ja? Oh. Upsi. Ja, okay. Ja.
Nein. Auf jeden Fall darf man hier nicht reinlaufen, das merke ich gerade. Es ist nicht so wie Battlefield oder ähnliches, wo man ein bisschen Stützung hat, sondern da muss man echt... Rechts gesichert. Ausschwärmen. Unsere Waffe ist im Safe der Waffenkammer. Einen halben Kilometer voraus. Nahkampf, lies ihre Pulten. Ob sie die Explosion gehört haben? Nehmen wir es an. Dann heißen wir sie ordentlich willkommen. Willst du dich noch ein bisschen an wie Destiny, aber... Anti-Schwerkraft-Granate. Anti-Schwerkraft? Oh, Granate! Oh, geil! Die sind ausgeschaltet. Rücke vor. Brauche Unterstützung. Meine Position. Auf die Ecken achten. Warte mal, Jungs. Kann ich hier... Gibt's hier irgendwas zu machen? Nö. Okay. Reaper, sind im Labor. Gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Operation Ria darf nicht gelingen. Wenn die Waffe sichergestellt ist, kann ich die Selbstzerstörung aktivieren. Verstanden. Alles klar. Gut. Das Forschungslabor. Waffenkammer sollte als nächstes folgen. Das ist unser Zeichen. Jungs, wartet, wartet, wartet. Kontakt! Weise! Feuer eröffnen! Auf ihn! Bin dabei! Die DDF der Gegner nicht? In Bewegung bleiben! Was ist 4? 4? Hallo? Oder E? Was machst du? Deckung, Deckung! F bergen. Keine Ahnung, was du bist. F für Anti-Schwerkraftgranaten. Ach, und dann ansonsten Suche. Okay. Ich glaube, ich muss die Einstellung ein bisschen umstellen. Gleich nochmal von wegen Schwierigkeit, aber. Wachsam bleiben, da kommen noch welche. Wie kann ich mich irgendwie zur Seite lehnen? Kontakt, 11 Uhr. Ja. Oh. Ziele erledigt. Sichern Sie die Waffe, bevor die SDF sie erreicht. Verstanden, sind auf dem Weg. Also ich weiß halt... Die Waffe ist auf der anderen Seite. Wir sind Ihnen zuvor gekommen. Sykes, aufmachen. Alles gesichert. Jackpot, ich sehe den Safe. Reaper, wir sind in der Waffenkammer. Versuchen, die Waffe zu sichern. Verstanden, 1-1. Die Waffe ist im Safe. Sobald sie sicher ist, aktiviere ich die Selbstzerstörung. Die Waffe ist hinter den Türen. Du darfst wohl. Alles klar. Was muss ich machen? Einfach nur öfter. Hochfahren. Wir werden das Ding brauchen. Hier, Wolf. Kompaktes Modell, selbe Technik. Das war das Ziel von Operation Ria? Was zur Hölle bist du? Sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Achtung, Selbstzerstörung aktiv. Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen. Feuer! Oh ja! Was? Das hat, hat! Oh ja! Eine schöne Waffe! Ich hab keine. Hallo? Wie kann ich's laden, Jungs? Oh Scheiße! Ah. Los, F-Spar, aktivieren! Oh lol! Gucken können. Ich habe ein Problem. Operation Ria. Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl.
Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Ah, nicht so ungut. Ich tu echt mal hier. Ich tu's mal auf Söldner runter. Weil, heilige, ich bin ja instant weg. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen. Warte, dann brauche ich aber eine Granate, glaube ich, wenn der. Achtung! Selbstzerstörung aktiv! Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehen zu lassen! Feuer! Granate! Ich brauch mal Deckung. Granate. Scheiße! Die 12! Zeit! Los! F-Spar aktivieren! Noch nicht bereit! Wir müssen uns aufhalten! Okay! Nix so ungut, ich habe keine Ahnung, was ich mach. Au. Sie wurden getötet, achten Sie auf Granatenwerfer. Ja. Operation Rhea? Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen. Ich hab keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich bin verwirrt. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Achtung, Selbstzerstörung aktiv. Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen. Feuer! Ach so, ich muss hier rein, oder? Operation Rhea? Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Hä? Ich bin überfordert. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Achtung, Selbstzerstörung aktiv. Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen. Sie und Sipes, geht mal. Achso, ich kann mich auch ein bisschen mehr bewegen, ne? So. Was mache ich denn? Hallo? Achso, das soll ich machen. Oh! Lama! Hallo! Ich bin überfordert. Hallo! Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll.
drücken sie zwei zum Wechseln, aber. Kann ich abhauen? Tschüss, ich bin weg hier. Also Jungs, entkommen Sie mit der Torch-Energiewaffe. Also die erste Sache. Die schwere Waffe wohl. Ja, aber. Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Ist das. Also, ach so, wahrscheinlich soll ich das mit dieser Waffe. Ich soll die eigentlich aufbehalten, aber kann ich irgendwie meine Waffe wechseln? Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Aha, ich kann die wechseln. Okay, das macht's einfach. Ich hab mich schon gewundert. Warum liege ich jetzt eigentlich? Achso, jetzt soll ich die Waffe wechseln und jetzt kann ich. Aha! Jetzt habe ich es verstanden. Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Achtung, Selbstzerstörung aktiv. Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen. Feuer! Aha, jetzt weiß ich auch ungefähr, was ich machen soll. Und krieg instant einen drauf. Operation Rhea? Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Achtung! Selbstzerstörung aktiv! Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen! Feuer! Evakuieren! Achtung! Junge! Kein Abschuss, kein Abschuss! Ach so, ich.
So. Okay. Reaper! Dein Tor! Ja, alles klar, ich F. Ich drücke F. Tschüss, Junge. Festhalten! Lol. Autsch. Wir brauchen Luft. Ich komme. Nein. Auf die Beine mit ihm. Er braucht Luft. Ruhig atmen, Soldat. Wie viele waren noch bei Ihnen? Nur wir. Was ist mit dem abgeschossenen Schiff? Meine Männer brauchen Hilfe. Sie sorgen sich um ihre Männer. Genau deshalb werden sie nicht gewinnen. Dieser Ort gehört ihnen nicht mehr. Tötet sie. Sparen Sie sich die Kugel. Was ist Ria? Unbekannt. Die Kamera sendet nicht mehr. Seit 18 Stunden. Kein Kontakt. Keine Forderungen der SDF. Die SDF stellt niemals Forderungen. Sie haben ein Zeichen für uns gesetzt. Drei Männer sind tot und ein Pilot wurde abgeschossen. Unser Team sollte geheime Waffen aus einer geschlossenen Anlage sichern. Der Ort ist eine Blackside, Admiral. Warum zur Hölle darf die SDF im Luftraum sein? Laut den Abkommen haben alle Nationen die Möglichkeit, ein Un... Sir, das Ziel erforderte ein komplettes Team, nicht nur vier Mann. Lieutenant Reyes, ich empfehle Ihnen, in diesem Büro diplomatisch und taktvoller zu sein. Ja, Sir. Wer weiß noch davon? Momentan das strategische Luftkommando und Sie. Das ist ein bewusster Akt der Aggression, Admiral. Wir sollten da draußen patrouillieren, statt hier mit Konfetti zu schmeißen. Die Kampfeinsatzregeln untersagen definitiv Verhandlungen unter diesen Umständen. Also stellen wir uns an den Straßenrand und bestaunen die Parade der Flotte? Lieutenant Reyes, damit das klar ist, meine Instinkte, übrigens genau wie die Ihren, sagen mir untrüglich, dass wir angreifen müssen. Wieso nicht, Sir? Das sind Politiker, Reyes. Die tanzen immer unter der Flagge, die die Schlote weiter rauchen lässt. Der Gedanke an eine Offensive lässt Männern wie denen die Prostata platzen. Bis Krieg herrscht, haben Krieger nichts zu sagen. Aber Sir, wenn Krieg herrscht, ist es zu spät. Zögern heißt ein Loch im Schädel, das haben Sie uns in der Akademie eingebläut. Identifiziert das Problem, reagiert. Sie haben immer schnell gelernt. Stratcom weiß um unsere Bedenken. Derzeit wird der Einsatz von Gewalt nicht als Option in Betracht gezogen. Das sind die Gesetze des Krieges. Danke für das Briefing, Sir. Admiral Rains, Ethrian wartet auf dem Dach.
Danke, Petty Officer. Was ist E3N? Sehen Sie es sich selbst an. Ich denke, Sie werden beeindruckt sein. Wegtreten. Wie viele? 4. Alle tot. Europa? Die Front war schon da. Haben alle erledigt und den Ort geplündert. Scheiße auch. Diese scheiß Flottenwoche. Wir sollten in unseren Jackals fliegen. Sieht der Admiral auch so. Und Captain Alder? Negativ. Heute ist die Retribution kein Kriegsschiff, sondern ein Paradewagen. Die ganze Flotte hier in Genf? Das ist nicht gut. Wir machen das jedes Jahr, Salt. Gut. Verpassen wir nicht die Party. Nach Ihnen, Lieutenant. Danke, Held. Okay. Komm schon, wir nehmen die hübsche Route. Ja, wobei ich aber auch sagen muss, ich guck mal eben auf die Uhrzeit. Als erstes war es natürlich sehr interessant. Okay, wir sind bei einer knappen halben Stunde. Ich würde es auch erstmal dabei belassen. Wir hatten ja gerade einen Erfolg bekommen, dass wir die erste Mission geschafft haben. Der erste Eindruck ist gerade ein bisschen überwältigend. Und ja klar, COD war jetzt noch nie wirklich das pazifistische Spiel. Das habe selbst ich noch gewusst. Aber es ist, klingt sehr interessant. Ist erstmal anpassungswürdig. Muss ich mich erstmal ein bisschen reinfuchsen. Aber gut. Ich bedanke mich einmal fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Was ist Aufnahmestart?